Und erinnern Sie sich noch an Gian Maria Volonté. Sie waren die hervorragenden Darsteller des Films Für eine Handvoll Dollar. Jetzt werden Sie sie wiedersehen, Clint Eastwood und Gian Maria Volonté, unter demselben Regisseur, Sergio Leone, zusammen mit dem Hollywood-Star Lee Van Cleef und dem deutschen Spitzenschauspieler Klaus Kinski in dem neuen Film Für ein paar Dollar mehr. Es ist die Geschichte von zwei Kopfgeldjägern, von Männern, die auf der Jagd nach Mördern sind. Warum sie das tun, dafür gibt es eine einfache Erklärung. Weil es für diese Ehrenmänner ein ganz hübsches Kopfgeld gibt, und das ist richtiges Geld. Und ich habe diese kleinen, großen Lappen immer sehr gerne gehabt. Das wirst du doch sicher verstehen. In Geldsachen bin ich immer sehr genau. Ich habe viel Zeit. Aber am Ende kriege ich, was ich haben will. Diese Männer wissen, was sie wollen. Denn in einer Welt, in der das Leben keinen besonderen Wert hat, hat doch der Tod manchmal seinen hohen Preis. Weißt du, warum du noch lebst, du Held? Damit du allen erzählen kannst, was du gesehen hast. Warum spielen wir hier? Um die Haut. Wo steckt er? Das alles für ein paar Dollar mehr. Ich will mein Leben wieder in den Griff kriegen. Kann ich bei dir trainieren? Nur wenn du dich an meine Regeln hältst.